Weißt du eigentlich, dass ich immer mal in der Band spielen wollte? Echt? Ja, ohne Witz. Wollte ich immer, dafür hätte ich aber einfach mal auf die Musikschule gemusst, vielleicht. Deshalb bin ich nur DJ geworden. Aber ich überlege, ob ich meine Kinder vielleicht an der Musikschule anmelden soll. Und was ist eigentlich mit dem Anmeldung? Das ist gar nicht so schwer. Du musst halt einen Vertrag unterschreiben, ja? Und der hat in den meisten Fällen eine Mindestlaufzeit. Bei manchen Musikschulen ist es auch so, dass die einen günstigeren Monatsbeitrag anbieten, wenn du einen Vertrag unterschreibst, der länger läuft. Und dann gibt es manchmal noch Rabatt, wenn du gleich mehrere Familienmitglieder anmeldest. Und deshalb überlege ich mir, ob ich vielleicht schon mein zweites Kind anmelde, obwohl das noch viel zu klein ist. Aber vielleicht wird es dann billiger, wer weiß. Und wenn es mir doch nicht gefällt? Dann kann man natürlich kündigen, aber jeder Vertrag hat eigentlich eine Kündigungsfrist. Also du kannst jetzt nicht einfach sofort aus diesem Vertrag aussteigen, sondern musst meistens noch ein paar Monate absitzen. Firas, was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade YouTube-Videos drehst oder irgendwelche Bücher schreibst? Was machst du denn? Ich wollte theoretisch Sport machen. Ich habe mich eigentlich in ein Fitnessstudio angemeldet, aber ich war dort, glaube ich, 3, 4 Mal in Kansas. Ja, und was machst du jetzt? Also ich meine, du kannst ja dann nicht kündigen, weil Mindestlaufzeit und Kündigungsfrist und so weiter. Gott sei Dank, ein Freund von mir hat den Vertrag übernommen und der zahlt jetzt das. Ja, und du machst jetzt nichts mehr. Nie eigentlich. Ich habe wirklich recherchiert und gefunden, dass gibt es paar Vereine, die passen zu mir vielleicht und es ist günstiger auch und ich glaube, ich melde mich irgendwann bald in einem Verein. Okay, das möchte ich erst mal sehen. Ja? Das glaube ich auch erst, wenn es Ich passiert melde ist, mich bei dir okay? auf jeden Fall. Okay. Leute, bevor ihr so einen Vertrag unterschreibt, lest euch den durch, vor allen Dingen das Kleingedruckte. Und wenn ihr unsicher seid mit irgendwas, dann fragt jemanden, der sich damit auskennt. Außerdem müsst ihr sicherstellen, dass euer Konto immer gedeckt ist. Da muss Kohle drauf sein. Wenn ihr nämlich einmal versuchen, so einen Monatsbeitrag einzuziehen und da ist kein Geld, dann drohen euch Mahngebühren. Überlegt euch, ob ihr das wirklich über so einen langen Zeitraum auch machen wollt. Denn wenn ihr einmal in einem Vertrag mit Mindestlaufzeit steckt, dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Und zu guter Letzt, checkt, vergleicht, fragt nach Vergünstigungen und Rabatten und guckt, ob es in eurer Gemeinde nicht vielleicht auch irgendwie einen Verein gibt, der sowas viel, viel günstiger anbietet, obwohl es exakt das Gleiche ist. Handel, Ja? komm her. Okay. Ich habe eine coole Platte gefunden. Viel Spaß! Danke.